Drei Wochen lang hat sich die italienische Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in der Slowakei vorbereitet. Jetzt geht es endlich los. Am Samstag steigt für die Azzurri das erste Turnierspiel. Wir haben ein bisschen über die Schweiz ein bisschen geredet. Das ist unser erstes Spiel und das ist richtig jetzt nur das erste Spiel, weil die nächsten sechs zählt für nicht jetzt. Wir müssen nur auf die Schweiz konzentrieren. Und wir haben ein paar Sachen vorbereitet davor. Ovechkin, Kucherov, Lundqvist oder Josi. Das sind nur einige der prominenten Gegner Italiens. Trotz dieser geballten NHL-Power wollen sich die Azzurri keinesfalls verstecken. Wie Trainer Clayton Bedos verrät. Wir müssen enge verteidigen. Wir müssen gut verteidigen in jedem Spiel. Aber auch wir müssen versuchen, etwas Offense zu kreieren. Dass wir, wenn wir bekommen die Scheiben, dass wir halten die Scheiben. Wir sind lauferstark. Gute Vorchecking-Mannschaft. Hoffentlich, dass wir verteidigen auch stark vor unser Tor. Aber überall, wir sind in Harz ein großer Kampfgeistmannschaft. Einer der Bedos bestens kennt ist übrigens DEL-Stürmer Joachim Ramoso. Er attestiert dem Trainer die passenden Fähigkeiten, um bei der WM zu bestehen. Wir haben ihn Clayton auch in Ingolstadt schon gehabt und ich kenne ihn jetzt wieder länger. Und, ich glaube, er richtet zu allem, dass die Gruppe einen guten Zusammenhalt hat. Und das ist von mir aus gesehen eines der wichtigsten Sachen in so kurzer Zeit. Und ich glaube, dass dann jeder gut zufrieden ist mit ihm. Der angesprochene Teamgeist könnte Italiens Schlüssel zum Erfolg sein. Ob es am Ende mit dem Verbleib in der Weltgruppe klappt, wird sich in der Slowakei zeigen.